Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Ich spiele nochmal alleine Minecraft Bed Wars, aber beim nächsten Mal sind Tobi und Flori dabei, versprochen. Ich wollte jetzt nur einfach euch ein Video bieten. Trotz den, also den Dingen zu trotz, den ich im Infovideo gesagt habe. Und Leute, eine Regel, die ich mir auch vorgenommen habe, ist weniger M zu sagen oder Ä. Und das habe ich jetzt gerade schon wieder so oft gesagt, ich raste aus. Da könnt ihr mich auch gerne korrigieren in den Kommentaren, wenn ich das sage. Also jetzt nicht immer schreiben, ja, du hast dann und dann M gesagt oder so. Aber grundsätzlich, falls ihr merkt, ja, hier habe ich mal wieder nicht drauf geachtet oder sonst irgendwie, dass ihr mich halt freundlich drauf aufmerksam macht, ja, achtet doch mal wieder drauf, hier ein bisschen nicht so oft M zu schreiben. Würde ich mich echt drüber freuen. Wow, das haben wir richtig sneaky geklaut hier, das Bett von denen, ey. So, du bist weg. Kriegen wir dich hier auch noch. Okay, dich haben wir auch noch. Und jetzt hätte ich gerne noch ihn. Er hat natürlich jetzt ein Schwert. Aber wenn wir uns geschickt anstellen hier, können wir ihn eventuell runterkicken oder mit der Spitzhacke sogar... Wow, warum war ich so schnell tot? Verstehe ich nicht. Ich hoffe, ich sah wieder nicht zu krass in der Facecam aus. Habe ja schon ewig nicht mehr mit Facecam aufgenommen, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich da aussehe, wenn ich, upsala, ein bisschen eskaliere mal wieder. Okay. Und noch schön die Blöcke geschnappt. Und dann geht's auch direkt wieder los. Ab in die Mitte, liebe Leute. Ab ein bisschen Action raushauen hier. Bäm. Achso, du gehörst hier. Hier. Nimm das an Blöcken. Nimm das an Blöcken. Mach dir ein schönes Leben damit. So, du bist weg. Und ab geht's. Machen Abflug. Gib mir einfach Deckung, gib mir Deckung, Bruder. Jawohl. Easy. Und den haben wir auch noch. Perfekt, Leute. Besser kann es nicht laufen gerade. Ein Team nach dem anderen wird hier zerstört. Und da haben wir den Kill. Ich dachte schon, wir kriegen ihn nicht mehr. Aber wir haben ihn doch noch bekommen. Jetzt hat mein Handy gerade auch noch vibriert. Das hört man auch manchmal in der Aufnahme. Muss ich mal für sorgen, dass man das dann nicht hört, wenn ich schon so jetzt auf Qualität gehen will. Und ja, meine Facecam, es ist halt immer noch nicht perfekt. Es ist immer noch zu dunkel dafür, dass ich jetzt wirklich aufnehmen kann, ohne, da habe ich jetzt zum Beispiel wieder M gesagt, ohne dass ich meine Schreibtischlampe, da habe ich schon wieder R gesagt, ohne dass ich meine Schreibtischlampe anmachen muss. Und wenn ich meine Schreibtischlampe anmache, wirft das natürlich automatisch Schatten. Das war ein bisschen scheiße. Wirft das natürlich automatisch Schatten in meinem Gesicht. Damit haben wir die Runde gewonnen. Haben wir noch gar nicht, weil noch ein Roter lebt. Und ich habe schon wieder M gesagt. Ich muss mir das echt abgewöhnen, Leute. Das ist echt so das, was... ich raste aus. Das, was ich am meisten vermeiden möchte. Einfach, weil man dadurch richtig gut reden lernt, halt ohne Pause. Und es macht auch viel mehr Spaß zuzuhören, wenn man flüssig redet, anstatt immer noch so ein Unterbrechungswort damit reinzuklatschen. Das will ich einfach, wie gesagt, vermeiden. Ihn kriegen wir jetzt hier richtig kalt, richtig trocken, einfach abgestaubt. GG. Wir werden ja eh nochmal geportet, das heißt, der Chat wird eh geschlossen. So, GG, richtig gute Runde. 5 getötete Spieler und 3 Typen. Und ich habe nice Hacks, Leute. Bombe. Wir gehen direkt raus und hängen direkt die nächste Runde an. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. So, Leute. Da sind wir auch wieder in der nächsten Runde. Diesmal auf der Map. Och, gute Frage. Ich glaube, es ist... Kommt Empire hin? Ich glaube, es ist Empire. Och, dein Rekord auf der Map Empire. Wow, Dorn. War mal wieder ein starker Einsatz. Und ja, gleiches wie eben, ne? Kein M sagen, Torben. Das kriegst du hin, glaube ich. Wir bauen uns jetzt erstmal hier in die Mitte. Da sollen wir hier ein bisschen reinhauen. Alles klar. So, da sind wir in der Mitte. Kriegen wir auch hier das erste Gold. Bekommen wir, aber bringt uns gar nichts, weil der Rote sich das hier geschnappt hat. Der kleine Freak. Du bist ein kleiner Zigeuner, weißt du das? Aber du fliegst jetzt. Sehr gut. Und du fliegst hinterher. Nee, fliegst du nicht. Ja doch, fliegst. Fliegst, wunderbar. Haben wir... Hä, wo bin ich denn da gelandet? Ich habe Fallschaden bekommen. Betrachten wir die Szene mal genauer. Hier kicken wir den roten Spieler runter... Und dann kommt auch schon der Moment, in dem wir runtergekickt werden.
Dann sieht man während des Falls genau jetzt für einen ganz kurzen Moment einen roten Leuchtfeuerstrahl. Der löst sich danach wieder in Luft auf, aber der tritt generell nur dann auf, wenn ein roter Spieler stirbt. Und dann tritt auch ein Leuchtfeuer aus Eisenblöcken auf. Damit wäre der Fall wohl geklärt. Wir sind genau auf dem Leuchtfeuer gelandet. Weiter zum Video. Und jetzt habe ich immer noch Schaden bekommen, woher auch immer. Hä? Was war das denn? Das war Magie gerade, glaube ich. Wifli? Ja, Tom, wieder M. Das brauchst du doch einfach nicht. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag einfach nichts. Ich raste aus. So, wir gehen jetzt mal hier rüber. Und räumen die einen nach dem anderen ab. Na, der hat einen Rückschussknüppel. Das ist immer so eine tolle Sache. Den haben wir dann totgeprügelt. Ist auch gar kein Problem für uns eigentlich. Was? Bitte was? Wie hat er das denn gemacht? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Okay. Wow. So, wieder voll equipped und ab in die Mitte dafür. Was heißt voll equipped? Wir sind mit Rush-Sachen equipped. Aber das ist okay. Werde ich hier von mehreren geboxt? Nein. Wow, sie kommen einfach aus allen Löchern der Erde. Beziehungsweise des Himmels. Mann, ey. Wir haben eine Ender-Chest. Geil, Nomatico. Hier wird richtig gearbeitet bei uns. So, hier kann man jetzt mal wunderbar rübergehen. Und da wurde ich erstmal hart weggekombot. Leute, es ist nicht meine Runde, muss man sagen. Es ist nicht meine Runde. Aber wir versuchen, wir geben unser Bestes, hier weiter ein bisschen zu kämpfen. Mal gucken, holen wir uns eine Spitzhacke und holen wir uns Blöcke, oder holen wir uns mal kein Stöckchen. So, ein Gelb hat das Spiel schon verlassen. Die waren eigentlich relativ gut equipped, deswegen bin ich da gar nicht so böse drüber. Bam, bam, bam. Hätten wir natürlich auch anders geschafft. Ich raste aus, hätten wir uns mal so einen scheiß Rückschussknüppel geholt, dann hätten wir den jetzt einfach runterboxen können. So, er verteidigt das sehr gut. Diesmal holen wir uns einen Rückschussknüppel, Leute. Diesmal, wir haben dazugelernt und schmeißen unseren Villager mit Bronze ab, alles klar. So. Okay, nee, oh nein, das war der mit Bogen verkackt. Mann, ey. Och Mann, ich raste aus, ich will doch nur in die Mitte. So, same equip am Start. Und einfach der nächste Versuch hier in die Mitte zu rennen und den mit Bogen zu töten. Der rennt ja nämlich gerade rum. Das ist unsere Chance, meine lieben Freunde. Er hat ihn. Okay, sehr schön. Und jetzt direkt mal rüber zu Gelb hier. Müssen wir direkt zuschlagen, wenn sie geschwächt sind. Wir verbinden das Ganze einfach mal mit ihrem Dach, glaube ich. Das könnte pretty useful sein. Okay, er will sich ein Schwert holen. In dem Moment muss es hier natürlich runtergehen. Und dann auch zugebaut werden. Und da ist das Bett. Und das war ziemlich easy, Leute. Sehr schön. Den haben wir geholt. Da kriegen wir jetzt keinen Kill mehr, aber wir haben das Bett. Und das ist immer noch das Wichtigste. Wenn man schon mal Bad Wars gespielt hat, sollte man das nämlich wissen. Wir equipen uns einfach nochmal haargenau gleich. Hier, zack, her damit. Komm her. Sehr gut. Und natürlich auch noch ein paar Blöcke. Die müssen immer am Start sein. Weil man braucht immer irgendwas, um sich hochzubauen, oder? Ihr wisst, warum ich das mache, oder? Oder nicht? So, Grüne sind zwei Leute weggegangen. Das heißt, jetzt wäre der optimale Zeitpunkt, um zu Grün zu gehen. Oh. Ich dachte, das funktioniert jetzt so, dass ich stehen bleibe. Aber es hat nicht so funktioniert. Aber immerhin habe ich den getötet noch. Da bin ich doch auch schon ganz glücklich drüber. So, diesmal genau gleich, nur ohne den Stock. Den haben wir diesmal nicht. Dafür hatten wir einfach nicht genug Bronze. Ihr seht, haben wir jetzt nur noch eins. Ein Bronze. Eins. Eins Bronze, Bruder. Ach, Kollege, lass mich doch eben zu Grün rennen. Wo ist denn dein Problem? Solche Leute verstehe ich einfach nicht. Die dich einfach immer töten, egal was du machen willst. Das hat doch nichts mit Taktik dann zu tun. Das ist doch dann einfach nur... Wow, dann kann er doch auch Survival Games spielen. Oder nicht. Hier gehört auch ein bisschen Taktik mit dazu. Damit ist das erste Bett weg, was schon mal generell ganz gut ist. Wir ziehen das einfach straight durch hier. Habe ich gerade gesagt, damit ist schon mal das erste Bett weg. Das war dann wohl ein bisschen... Ey, der hat mir einfach den Kill abgestaubt. Ich raste aus.
Ja, komm her. Alter, er ist voll der Taktiker, ohne Spaß. Er ist genau das Gegenteil von Grün. Er nimmt sich Spinnennetze mit, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Respekt. Dafür hast du meinen vollen Respekt. Das habe ich immer nur bisher in Skywars gemacht, aber der spielt dann wohl auch öfter mal Skywars und weiß sich zu helfen, wenn es darum geht, nicht am Knockback zu sterben. Er jetzt aber nicht. Das war's für ihn. Mit Sicherheit, ja. Sehr gut, das war's für ihn. Okay. Oh, lol, er ist gestorben. Och, Mann, ich hätte ihn einfach totboxen können. Grün hat keine Spieler mehr, das heißt nur noch zu Team Rot müssen wir. Und, der ist somebody. Okay, he is down. Okay, ich glaube, er weiß, dass ich einen Knüppel habe. Ja, er weiß es. Er weiß es, aber das juckt uns nicht. Wir bauen uns jetzt einfach hier hoch, um die zu beschäftigen. Das ist das Wichtigste. Immer beschäftigen, Leute, immer beschäftigen. Wenn wir die jetzt abdenken, hat unser Team Zeit für andere Dinge. Und genau das ist... Oh wow. Okay, das war jetzt nicht die größte Ablenkung. Ich dachte, wir kriegen ihn, ohne dass er hinguckt. Hat nicht funktioniert, Leute. Hat nicht funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. So. Aber ist kein Problem. Wir equippen uns hier einfach wieder mit ein bisschen Bronze. Wir haben ja ordentlich am Start. Können wir da eine schöne Holzspitzhacke von holen. Und dann natürlich auch noch ein paar Blöckchens. Leute, wollt ihr eigentlich mal wieder ein neues Texture-Pack? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Würde mich mal interessieren, dann würde ich mich mal wieder an die Entwicklung setzen, weil bisher habe ich tatsächlich noch gar nichts an der Version 3.0 gemacht. Es kommt drauf an, ob ihr die wollt. Weil, ehrlich gesagt, mir reicht das alte im Moment noch vollkommen. Immer diese Spinnennetze, das macht mein Leben kaputt, Leute. Warum? Ich will nicht. Ich will die doch unterboxen können, Mann, ey. Das macht mich traurig. So, ich habe Hunger. Also jetzt im echten Leben. Deswegen esse ich jetzt nach der Aufnahme was. Was Leckeres, Leute. Ich weiß noch nicht was, aber es wird lecker sein, so viel steht fest. Okay, ihr habt da jetzt wieder beide euer scheiß Spinnennetz. Oh, wow, Mann. Einen habe ich geboxt, aber der andere hat überlebt. Aber immerhin einen voll equippen wieder weg. Das muss ich doch irgendwann so sehr nerven, dass die Rage quitten, oder? Wenn die sich immer wieder... Gut, ich muss mich auch immer wieder neu equippen. Ich mache einfach gar nichts anderes, Leute. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt hole ich mir Gold. Und dann wrecke ich die einfach. Ganz einfach, dann wrecken wir sie. Hole ich mir Gold? Oh ja, ich hole mir Gold. Tiefes Dankeschön an dich, Bruder. Du wirst dafür gewürdigt in dem Video. Würdigt ihn alle. Würdigt ihn. Ich weiß nicht, also mir ist im Moment nicht aufgefallen, dass ich M gesagt habe. Falls ich doch M gesagt habe, könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren jetzt. Aber mir kam es so vor, als hätte ich schon seit einer längeren Zeit das nette Wörtchen nicht mehr benutzt. Worüber ich ganz glücklich bin. Weil wenn das funktioniert, dann bin ich echt ein groß... Wie teilt man denn nochmal ein Stack hier? Ach so, mit dem Rechtsklick, lol. Wenn das funktioniert, dass ich mir das abgewöhne, jetzt habe ich gerade M gesagt, wow. Aber wenn das funktioniert, dass ich mir das abgewöhne, dann bin ich echt glücklich, weil das so einer der grundlegenden, das ist so ein Manko, was viele Let's Player oder auch allgemein viele YouTuber oder viele Leute, die reden, haben. Und das möchte ich mir einfach abgewöhnen, weil das kommt einfach viel professioneller, viel flüssiger rüber. Und genau das möchte ich natürlich erreichen. Mit allen Mitteln. Also es wird auch funktionieren, Leute. Davon könnt ihr mal ausgehen, ne? Dann könnt ihr mal ganz entspannt ausgehen. Dauert seine Zeit, aber wenn ihr mich immer darauf hinweist, dass ich das nicht benutze, wenn ich selbst dran denke, das nicht zu benutzen, dann wird das was, Leute. Dann wird das was. Da bin ich mir... Wow! Okay, sie haben jetzt hier ihren Spawn. Wow, das ist jetzt ein Problem. Okay, das war ein Problem. Es hat sich kurz als Problem herausgestellt, dass sie hier oben ihren Spawn haben. Aber jetzt ist es ganz vorteilhaft, weil jetzt boxt er die halt... Wow, hier war noch einer. Der war noch voll equipped, aber ich hab ihn. Alles gut. Wow, Leute, ihr müsst hier auch totboxen. Okay, wenn ich mich jetzt beeile, kann ich es schaffen, Leute. Aber ich muss mich ganz schön beeilen. Okay, ich hab's geschafft. Easy.
Well played, meine Freunde, well played, aber nicht well genug, denn ich bin nochmal ein bisschen besser gewesen. Hehe. Oh, schade. Aber ich habe doch eine ganz gute Runde gespielt hier. 1-1, 2 und davor die Runde war ja auch schon ziemlich nice. Ich habe doch davor eine Runde gespielt, oder? Ja, davor habe ich eine Runde gespielt. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. Habe ich davor? Ja, habe ich, Leute, habe ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Freunde. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und danke fürs Zuschauen. Abonniert, falls ihr Bock habt, um nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.